Kleiner Hans, kleiner Hans, dreh dich nicht um. Du weißt genau, dass du gemeint bist. Kleiner Hans, kleiner Hans, stell dich nicht dumm. Du weißt genau, dass du dein Feind bist. Kleiner Hans spielt gern Katz und Maus, sofern er das Spiel so heißt. Kleiner Hans wagt sich nicht vors Haus, Hilfe, der Rappe, er beißt. Oh, kleiner Hans, sei auf der Hut, es geht nicht ohne Kompromisse. Kleiner Hans, was man auch tut, gewiss ist nur das Ungewisse. Schau mich nur an, der Clown bist du. Glauben Sie dir selbst, mein
Es ist durchaus nicht erwiesen, dass nur das, was er sagt, zählt. Das ist durchaus nicht erwiesen. Das ist durchaus nicht erwiesen. Manchen gilt er als Genie, nur weil er sich dafür hält. Und sie zählen nicht zu diesen. Nein, wir zählen nicht zu diesen. Er hat sich schon oft geirrt. Und das war dann jedes Mal in der psychoanalytischen Gesellschaft ein Skandal. Ein gewaltiger Skandal. Ein gewaltiger Skandal. Die Behandlung, lieber Freund, besteht nur darin, dass man spricht und spricht und spricht und spricht und spricht. Wer sitzt hinten und spricht nicht? Die abscheulichsten Geschichten, die man längst vergessen hat, muss man ausführlich berichten. Die abscheulichsten Geschichten? Die geträumte Missetat, die man nie begangen hat, muss man immer neu erdichten. Muss man immer neu erdichten? Und er sitzt und sagt kein Wort. Und man spricht in einem Fort. Und man fragt sich, was er treibt. Und warum man liegen bleibt, denn man zahlt nicht wenig Geld. Damit er sich unterhält. Wann beginnt denn man zu hassen? Will sich nicht erquälen lassen. Und kommt trotzdem immer wieder. Sagt denn jemand, dass man muss? Nein, jetzt ist Schluss. Ja, gut. Jetzt heißt auf nach Paris. Dort wird anders kuriert. Dort wird anders kuriert. Dort ist ein Wundermann namens Dr. Charcot. Und der hypnotisiert. Ja, der hypnotisiert. Dort ist ein Wundermann namens Dr. Charcot. Und der hypnotisiert. Der hypnotisiert, dort ist ein Wundermann namens Dr. Charcot. Und der hypnotisiert. Eine Dame, die behauptete, sie sei Kleopatra, der bewies, dass sie irrte. Einem Herrn, der Nacht für Nacht 20 nackte Mädchen sah, dass er heftig fantasierte. Eine Frau im Rollstuhl sprang plötzlich auf und lief den Gang des Spitals entlang. Und war seit jenem Tag nie wieder krank. Und ein Mann, der schon als Kind blind und taub war, blieb nicht blind. Kaum sah Charcot ihn an, als dieser blinde, taube Mann auf einmal sah und hörte besser, als man sehen und hören kann. Das war Kind, schon aufgegeben, schon aufgegeben. Denn es geht, sie blicken herab, das war sitzen jede Nacht hier. Die Wölfe bringen mich garantiert noch ins Grab. Bitte helfen Sie mir. 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 Was soll ich machen? Bitte helfen Sie mir. Utopia, nichts erscheint dir. Langsam lernen sie ihn kennen, ja, 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 ja. Und man nennt ihn ein Genie, nur weil er sich dafür hält. Ja, so könnte man es nennen, ja, 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 ja. Er hat sich schon abgeirrt und das war es jedes Mal. In der psychoanalytischen Gesellschaft ein Skandal. Und man spricht und spricht, er sitzt und spricht nicht. Und man sagt sich, was er trat, auch warum man liegen bleibt. Denn man bezahlt nicht wenig Geld, dass er sich nur erhält. Auf dem Baum die Wölfe, sie blicken herab, denn es sitzen jede Nacht hier. Bitte helfen Sie mir. 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 So weit. Utopia, nichts erscheint wie es ist.
das Leben leicht und nichts bliebe unerreicht. Du wärst hier bei mir und ich spreche noch zu dir. Dora, wenn ich wüsste, was ich tu, wär das Morgen klar und das Heute wunderbar und das Gestern dann, so dass man's ertragen kann. Dora, wenn ich wüsste, wie es geht, dass man sich nie mehr verirrt. Wieder fände, der's versteht und all die Fäden entwirrt und all die Fäden entwirrt. Wo ist der Mensch, der mich begreift und mag? Der Mensch, der Antwort gibt, wenn ich ihn frag. Gelangst. Wer erträgt das Bild? Wer erträgt, was er dann fühlt? Glaub mir, Gewissheit lässt der Hoffnung keinen Raum, zerstört dem Träumer den Traum.
Nacht und Nebel, Wind und Wetter. Wann begegnen wir ihm, der uns erlöst? In Finsternis und Sturmgebraus verloren wir den Weg, unser Weg nach Haus. Wir wandern traurig ohne Trost, die Welt hat uns vergessen. Niemand reicht uns die Hand in unserer Not. Wann endet unser Leidensweg durch Kälte, Schnee und Eis? Ausgestoßen aus der menschenvertrauten Kreis. Was sind das für Gestalten? Wie geriet ich hierher? Was steht bevor? Wann lichtet sich die Dunkelheit? Wann ist der Spuk vorbei? Lass dich fallen,
spring ab, er fängt dich auf. Dr. Schako, Dr. Schako, Dr. Schako. Ich befolgte ihren Rat, ach, hätte ich's lieber nicht getan. Der Herr Psychoanalytiker war ein sehr teurer Mann. Er verordnete die Couch und da lag ich nun hellwach. Und er schwieg und ich sprach und sprach und sprach und sprach und sprach.
Weiblichkeit. Lachend, das entdeckte er, und außerdem, ich frage Sie, was genau bezweckte er mit seiner Hand auf meinem Knie? Ihrem Knie, seine Hand auf ihrem Knie. Ich stehe ungeheilt davon und gewaltig irritiert. Da kam eine Prozession gelbe Mönche anmarschiert. Ich trat unverzüglich bei, haben Sie das schon erlebt? Man ist gelb und kaum und frei und könnte schwören, dass man schwebt. Ich bekehrte die Passanten und wir wurden immer mehr. Doch den Bagmann fraß der Nahend, keine Spur von Dankbarkeit. Er verließ mich und verstieß mich und verfluchte mich noch sehr. Sie noch sehr, er verfluchte sie noch sehr. Verfluchte, verfluchte, verfluchte sie noch sehr. Ich erwarb das Urschreibbuch und ich ging damit nach Haus. Aber dank des Bagmanns Fluch bekam ich keinen Ton heraus. Auch im Selbsterfahrungskreis fehlte mir der wahre Fleiß. Ich erkannte Enthusiasmus, wie noch lang nicht zum Orgasmus. Praxis, Freunde, heißt die Losung, alle Theorie ist grau. Darum Schluss mit Psychoramen, Kreativitätsprogrammen, Yoga, Yin und Yang mit Nabelschau. Ich geh heim zu meiner Frau. Avant-soir, gagnez-vous, gagnez-vous,
Sterne, es ist Zeit, das Fest beginnt, sei bereit. Der Augenblick ist da, die Nacht war lang, es wird Licht. Vertraue, fürchte dich nicht, was immer auch geschah. Man sagt, wer liebt, bezahlt mit Leid. Denk nicht an morgen, heut ist heut, nie war das Glück. Duft liegt immer noch in der Luft, auch wenn sie welkt und stirbt. Der grille, sanfte Gesang klingt lange weiter so lang, auch wenn sie nicht mehr zählt. Man sagt, wer liebt, bezahlt mit Schmerz.
kein Mensch vermag zurück. Thank you.
zerstört und sagt auch die Fremde, sie liebe dich. Niemand, nein, niemand liebt dich wie ich. Liebt dich wie ich. Familie, ich, dein ganzes Glück, Mutter, dein Heiligtum, unseres Hauses Ruhm. Ich bin der junge Kronprinz, voll Stärke und Kampfesmut, und sagt auch die Fremde, sie liebe mich. Leb wohl,
hätte mich verkannt. Ich war allein ohne Freund, ausgesetzt im Niemandsland. Ich gab den anderen die Schuld, doch meine Schuld, die sah ich nicht. Ich hatte keine Geduld, ich verwünschte mein Gesicht. Freudianer, alles liegt in deinen Händen. Freudianer, alles liegt bei dir. Ich traf den Wolfsmann und Genossen und ich traf den kleinen Hans. Ich sah die wunderlichen Possen dieses seltsamen Gespanns. Ich sah die tödliche Bedrängnis, ich erkannte, das bin ich. Ein Fremder sprengte das Gefängnis und befreite sie und mich. Freudianer, alles liegt in meinen Händen. Vor mir lag. Ich nahm die Hand, die er mir reichte, doch mir war nicht wohl dabei. Er wollte wahr keine Beichte.